Ab jetzt geht's also um die Wurst, besser gesagt um Gold, Silber und Bronze. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Guten Morgen Olympia. Wir von Sportnews fassen in den nächsten zwei Wochen ab 7 Uhr früh jeden Tag das Wichtigste von den Olympischen Winterspielen in Südkorea für Sie zusammen. In Pyeongchang brennt also seit gestern das olympische Feuer. Schon heute fallen die ersten Entscheidungen. Aus Südtiroler Sicht beginnt das Abenteuer Olympia mit dem Biathlon der Frauen, dem 7,5 Kilometer Sprint. Zwei Südtirolerinnen sind dabei, Dorothea Wierer und Federica Sanfilippo. Dorothea Wierer, die Rasnerin, hat definitiv konkrete Medaillenchancen. Sie stand in diesem Winter bereits sechsmal auf dem Podest, hat einen Sieg auf ihrem Konto und in der Biathlon-Gesamtwertung liegt sie auf Platz 3. Anders schaut es bei Federica Sanfilippo aus. Sie hat jedoch definitiv Außenseiterchancen. Die Kunstbahnrodler, die stehen ab 11 Uhr Vormittag im Einsatz. Sie bestreiten die ersten beiden Wertungsläufe. Mit dabei sind gleich drei Meranzner, Dominik und Kevin Fischnaller, sowie Emanuel Rieder. Um kurz nach 2:30 am Nachmittag kämpfen die Skispringer um Edelmetall. Es geht auf die Normalschanze. Mit dabei ist der Grödner Alex Insam. Der 20-Jährige ist allerdings krasser Außenseiter. Würde er sich für den zweiten Wertungssprung qualifizieren, dann wäre das definitiv bereits ein persönlicher Erfolg für ihn. Heute Morgen fand auch das letzte Training für die Olympia-Abfahrt der Herren statt. Trainingsschnellster, der Österreicher Vincent Griechmeier vor den beiden Norwegern Kjetil Jansrud und Axel Lund Svindal. Bester Südtiroler der Ultra Dominik Baris auf Platz 6. Peter Filler aus Kastelruth beendete den ersten bzw. den letzten Trainingslauf auf Rang 12. Geblufft hat Christoph Innerhofer, der war bis ungefähr eine Minute Laufzeit noch weit vorne dabei, sechste, achte Laufzeit, dann aber bremste er ab. Dieselbe Strategie verfolgte übrigens auch der Schweizer Abfahrtsweltmeister Bert Feutz. Der war bis zur letzten Zwischenzeit schnellster und am Ende nur 48. Wer die Abfahrt heute Nacht live im Fernsehen verfolgen will, der muss entweder früh aufstehen oder eine lange Nacht einplanen, denn los geht's um 3 Uhr früh. Wir drücken unseren Startern jedenfalls die Daumen. Alle Infos, Hintergründe und Stimmen zu Olympia 2018 gibt es rund um die Uhr online bei uns unter www.sportnews.bz oder einfach auch ganz klassisch in Ihrer Tageszeitung Dolomiten.